Servus und grüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die legendärste Sportstadt der Alpen, Kitzbühel. Wir sind nicht nur jetzt im meteorologischen und aktuell auch im kalendarischen Herbst angekommen, sondern auch von den Temperaturen her. Lange hatten wir sommerliche Werte. Diese sind zwar definitiv vorbei, doch in der Wetterkartenwelt verspricht man uns ein riesiges Altweiber-Sommerwetterhoch, das uns möglicherweise bis in den goldenen Oktober hinein begleiten wird. Und damit wird eine Reise in die Sportstadt der Superlative ein Highlight, egal ob Sie einen Kurztrip ins Herzen der Alpen planen oder einen Urlaub. Das Wetter, es wird mitspielen. Es hat ja auch mitgespielt in der letzten Woche. Die Livecam Hahnenkamm zeigt traumhafte Fernsicht, tiefblauen Himmel und ein paar harmlose Quellwolken. Der Sonntag und der Montag hatten kurz einen Absturz mit einem Tief und kühler Luft, doch der Dienstag erholt sich wieder. Am Vormittag halten sich noch Restwolken und Nebel. Im Laufe des Tages kommt die Sonne heraus. Die Temperaturen sind zwar gedämpft, werden aber im Laufe der Woche weiter ansteigen und liegen dann bei rund 15 Grad, Tendenz weiter steigend. Dazu scheint die Sonne nur am Donnerstag, ziehen vorübergehend mal ein paar dichtere Wolken durch. Die sind aber harmlos. Bleiben wir am Donnerstag. Vom 25., also am Donnerstag, bis Sonntag, den 28. September, findet das 5. internationale Sportwagenfestival in Kitzbühel statt. Uns erwarten dort mehr als 50 Sportwagen von den Kultmarken wie Ferrari, Wiesmann oder Lamborghini. Und nach einem fulminanten Begrüßungsabend am Donnerstag stehen der Freitag und der Samstag ganz im Zeichen von gemeinsamen Ausfahrten zu beliebten Straßen- und Ausflugszielen in der Region. Und den Höhepunkt, den haben wir am Sonntag. Hier erwartet uns eine Fahrzeugparade im Kitzbüheler Stadtzentrum und im Anschluss an diese Parade stehen die Autos zur Besichtigung bereit und dann wissen Sie einmal mehr, warum es Mythos Kitzbühel heißt. Und richtig schön geht's dann weiter. Das letzte Septemberwochenende präsentiert sich sonnig und ungewöhnlich warm. Nur am Sonntagnachmittag und am Montag kann es über den Bergen mal kurze Schauer geben, aber der Gesamteindruck bleibt einfach schön und das heißt, die einen nennen es Wandern oder Bergsteigen, die anderen Trekking oder Hiking. Und wir sagen einfach nur Kitzbühel spüren und erleben. Sehen und staunen, genießen auf über 1000 Kilometer besten Wanderwegen in allen Schwierigkeitsgraden. Und was glauben Sie, wie sehr sich in der nächsten Zeit die majestätische Bergkulisse des wilden Kaisers, des Kitzbüheler Horns und des legendären Hahnenkamms bei Sonnenschein und immer mehr buntem Herbstlaub ins Leuchten kommt? Das müssen Sie erleben.